leckere Zucchini-Baggers. Ja, ganz einfach, wirklich lecker, schnell in der Zubereitung, Tzatziki schnell dazu gemacht. Also Sie hören schon schnell, wirklich Sommergericht pur. Von der Schwiegermutter hat es letzte Woche gegeben, war echt lecker, darum habe ich das heute für Sie gemacht. Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zum schnellen Gericht. Heute machen wir mal die Schwiegermutter kommt wieder ins Spiel. Ne? Die haben, Wochenende haben wir nämlich Zucchini-Puffer gemacht, sprich Zucchini-Baggers mit Tzatziki. War richtig lecker. Habe ich mir gedacht, muss ich Ihnen zeigen, rentiert sich. Zwiebelchen, rot in dem Fall, weil es halt schön ausschaut. Zucchini, eine gelbe und eine grüne, ein wenig eine Frühlingszwiebel habe ich noch übrig gehabt. Ein paar Tomaten zwecks der Farbe, muss man nicht haben, kann sein. Feta-Käse ist wichtig, weil er hat echt gut geschmeckt. Zwei Eier, 60 Gramm Backpulver, ein Teelöffel Backpulver, 60 Gramm Mehl, Spritzerchen Saft von Zitrone, ein bisschen Knoblauch. Fertig, das waren unsere Puffer. Und für Tzatziki, wenn Sie ein griechisches Joghurt erwischen, dann ist das gut. Ich habe heute Frikanz erwischt. Ich habe jetzt ein normales Joghurt, aber fettes mit 3,5 und habe einen 40-prozentigen Quark noch dazu. Eine Gurke, Knoblauch, Salz, Pfeffer. Das ist alles, was wir für Tzatziki brauchen. Eine Pfanne, ein Schüssel und natürlich ein Bettel zum Neihaken, dass wir eine Farbe drin haben. Ja, können wir starten. So, wir fangen an mit Raspeln. Raspel 1, Schüssel 1, Schüssel 2, Tzatziki, kleine Schüssel. Ha, 4 Sparermesschälen habe ich so in Griechenland gesehen. Hey, da hat sich der mal Kantding rum gemacht und hat sogar noch lecker ausgeschaut, weil die grüne Schalen mit drin war. Na, war das eine richtig schöne Geschichte. Jetzt machen wir Tzatziki. Das reibe ich als erstes, salzen und dann stehen lassen, dass es Wasser zieht. Die Gurke reicht mir, sie machen ja bloß für zwei Leute. Wenn es gleich für die nächsten paar Rauch vormachst, dann musst du das länger stehen lassen. Wenn du das frisch machst, musst du das bloß ein paar Minuten stehen lassen, wegen der Feuchtigkeit. Und fertig. So, wie gesagt, salzen. Ja, heut aber wieder. Ha? Einmal durchrühren. Fertig. Das Salz zieht das Wasser. Das Wasser wird ein bisschen abgedrückt, dann kriegen wir später nicht so Wasserschnalzen zusammen. Je länger das steht, desto flüssiger wird das Tzatziki. Das wollen wir ja nicht. Und dasselbe machen wir mit der Zucchini. Und Sie haben gesehen, ich habe zuerst die Gurke gemacht, weil wenn es beim Baggers da ein Stück Zucchini drin ist, macht das nichts. Wenn aber im Tzatziki ein Stück Zucchini drin wäre, macht das eigentlich auch nichts. Aber hey, die Reihenfolge ist, glaube ich, so gut. 500 Gramm haben wir da mal gesagt. Ich habe vorhin das auf der Waage liegen gehabt. Das waren ja schon gute 300. Nur der gelbe Zucchini. Jetzt reibe ich das aber alles durch. Und dafür lassen wir auch Zucchini übrig. Dann nehmen wir ein wenig die verhatschelte. Weil die kann man eh nicht in gerade Streifen schneiden für Antipasti. Und dann passt es auch. Und Sie sehen, es gibt eine ganz schöne Menge. Ja, Ihre Zucchinis waschen, Sie wissen nie, wer es in die Finger gehabt hat, wo die Dinger gelauchert sind. Da machen wir uns alle gar keinen Kopf drüber, wenn man das ungewaschen verwendet. So, das reicht eigentlich für zwei Leute. Den Rest lassen wir übrig, das braten wir dann in Scheim an, machen Antipasti draus. Passt auch, hätte ich gesagt. Da machen wir dasselbe. Salzen, durchrühren, ein bisschen stehen lassen. Hier mal Pfanne habe ich eingeschaltet, dann merke ich schon richtig die Abwärme. Und auch hier zieht es dann ein bisschen Wasser und schaut schon lecker aus, oder? Mit dem gelben, grünen, schöne Mischung. Passt. So, jetzt lass mal auch stehen. Stell dir vor, habe ich Platz zum Arbeiten. Jetzt brauchen wir dann für einen Puffer Zwiebeln. Da habe ich noch eine gehabt. Feder bröseln wir dann bloß noch rein. Da brauchen wir gar nichts dran rumschnibbeln, irgendwas machen. Muss nicht sein. Hoppla, die Kirschtomaten. Na, wo ist sie? Nuntergefallen. Lassen wir es liegen. Ja, vierteln. Auch hierher legen. Das kommt dann auch mit in unseren Puffer rein. Das ist alles nur Vorbereitung in der Zeit, in der das Ding Wasser zieht. Und mehr brauchen wir gar nicht. Ich muss jetzt unbedingt meine Finger waschen. Ich habe die Zwiebeln dazwischen hängen. Wisch einmal drüber. Warte 5 Minuten, bis beide Gerichte Wasser gezogen haben und beim Ausdrücken sind sie wieder dabei.
Jawohl, rein von der Logik müssen wir natürlich mit unserer Zucchini anfangen. So, habe ich so ein Nudelsieb hier. Alles rein. So, und jetzt hat er. Also bitte, man kann nicht alles mit ohne Finger machen, geht halt einmal nicht. Ja? Finger ist unser Werkzeug, wo einfach am besten funktioniert. Und Sie sehen, wie da unten der Saft raustropft. Das muss raus, weil sonst wäre das eine ganz flüssige Geschichte. Schön auspressen. Passt es. Und wieder zurück in die Schüssel. So. Und jetzt alles, was wir hier vorbereitet haben, machen wir jetzt hier rein. Teelöffel Backpulver. Das Mehl, ich habe vorhin gesagt, ca. 60 Gramm. Schauen wir mal, okay? Ab wie viel Mehl, das wir brauchen. Jetzt muss ich Obacht geben, dass ich nicht einen Fehler mache. 1, 2 Eier. Also nicht 1 oder 2, sondern 1 und 2. Ne? Was haben wir noch? Unseren Feder reinbröseln. Ja, machen Sie das noch alles drin hier. Ei hält das Ganze zusammen. Ei ist jetzt aufgrund dessen lebenswichtig. Und waschen Sie nicht Ihre Hände durch Ihr Sieb durch. Wobei, wäre es bloß im Tzatziki. Aber muss ja nicht sein. Dann haben wir noch unseren Frühlingslauch. Habe ich vorhin gar nicht geschnitten. Den schneiden wir halt jetzt schnell. Hier die Sachen wieder fein wie immer. Dicker Stiel unten. Fein schneiden. Großer Stiel oben. Kann grob bleiben, dann spürt man wenigstens was von der ganzen Sache. So. Und jetzt kommt es darauf an, wie viel Mehl ich nehme. Wie gut habe ich ausgedrückt. Wie flüssig wird das Ganze. Das soll natürlich nicht zu breiig werden. Wenn es gar kein Mehl braucht, macht es auch nichts. Dann muss das nämlich gar nicht richtig durchgebraten sein. Wenn Mehl drin ist, muss das richtig durchgebraten sein. Sonst schmeckt Ihnen das ja mehlig. Schau, also ich mache von denen 60, 70 Gramm, was das waren, mache ich gerade vielleicht einmal die Hälfte rein. Schaue ich mir erst mal an. Mache ich noch ein bisschen dazu. Naja, und am Schluss haben wir vielleicht auch unsere 60 Gramm Mehl drin. Ha? Passt. So hätte ich jetzt mal gelassen. Schaut lecker aus. Kann man schön damit arbeiten. So. Haben wir Petersilie schon drin? Natürlich nicht. Weil wir schon wieder mal schnell Gericht, super schnell. So, schaut immer noch lecker aus. Probieren, passt. Wir haben ja vorhin unsere Zucchini gesalzen. Deswegen haben wir jetzt nicht mehr nachsalzen müssen. Und jetzt machen Sie immer so einen guten Esslöffel. Und ich habe so eine Grillplatte zu Hause. Und da war das eine richtig schöne Beilage. Ich könnte mir das auch gut vorstellen auf einer Antipasti-Platte. Wo Ihre Zucchini, wo Ihr Schafskäse, wo Ihr Serrano-Schinken, wo Ihre frittierten Sardinen drauf liegen. Einfach ein paar so Zucchini-Backers mit Feder drauflegen. Richtig feine Geschichte. Und solange das hier brutzelt, machen wir auf die Schnelle unser Tzatziki. Selbe wie gerade. Auspressen, die Flüssigkeit muss raus. Sonst kriegen Sie richtige Wasserschnalzen zusammen, weil das ist ja in ihrem Tzatziki drin. Ich glaube, ich habe Ihnen vorhin erzählt, oder gerade im Moment erzählt, dass wir hier einen Knoblauch reinmachen. Haben wir aber nicht. Macht aber nichts. Wir haben ja Tzatziki dabei. Ja, dann sind schon mal die gerettet, die keinen Knoblauch mögen. Da kann man sagen, hier, Baggers könnt ihr essen, Tzatziki lasst ihr einfach weg. Und das soll jetzt natürlich richtig nach Knoblauch schmecken. Also schneiden wir es fein. Und wenn es fein geschnitten ist, Salz drauf und mit dem Messerrücken einmal reiben, dann sind alle Zellen gebrochen. Der komplette Knoblauchgeschmack kommt raus. So, schau her. Perfekt. Passt. Rein da. So, jetzt habe ich Ihnen ja gesagt, ich habe kein griechisches Joghurt gekriegt. Ich habe nur normales Joghurt. Darum habe ich einen 40%igen Quark mitgenommen. Und dann mit mir Festigkeiten unserer Tzatziki reinkriegen. Ja, kann man immer noch ein bisschen was reinmachen. Und das nach Gefühl. Jede Gurken reagiert anders, wenn sie es lang drin liegen haben lassen, wenn sie es mit Papiertüchern getrocknet haben zum Beispiel. Lauter solche Sachen. Und dann können wir doch noch hier das so steuern von der Festigkeit her. Schauen Sie, wunderbar. Die Spatula ist mir zugeflogen, das ist im Fernsehen schon klasse.
So, riecht fein mit der Butter. Lass mal schön langsam durchbraten. Ich wisch einmal drüber, hol mal zwei Teller zum Anrichten und dann können wir schon essen. So, schau doch mal, wie schön die aufgegangen sind. Die sind echt richtig schöne, ja, fast schon Pancakes, hey. Ja. Schaut euch die schönere Seite an. Die legt da drauf. Und natürlich gleich die nächsten rein, weil dann könnt ihr mal noch einen Nachschlag machen. Weil die drei Stückli, die sind einmal in der ersten Runde wegschnabuliert, ohne Probleme. Ja, schaut her. Immer rein, gleich nebenbei arbeiten machen, damit das auch immer fertig wird. Damit man dann auch zusammen essen kann. Weil nichts Schlimmeres, als wenn irgendjemand, der wohl immer kocht, auch noch ständig nebenbei aufstehen muss. So, und ob man das jetzt dann extra serviert, so in einem Schälchen, oder ob es das mit auf den Teller machst, jeden sei Ding. Ja, der eine will es drüber haben, der andere will es ganz separat haben. Jeden sei drum. Zitrone habe ich jetzt nicht gebraucht, der Feder hat einen leichten säuerlichen Touch gehabt, das hat alles gereicht. Also das ist nicht immer zwingend, dass man auch alles benutzt, sondern es ist oft eine Geschmackssache. Ja. Einmal, zweimal. Voilà, Zucchini-Bagger für die Schwiegermutter. Guten Appetit.